So, willkommen hier in Saal Dijkstra in unserem dritten Talk des heutigen Tages. Wir wollen heute hier jemanden begrüßen, der oder die mit Mathematik und Design und dem Machen von Dingen mit Technologie sehr viel Spaß und Freude hat und dies eben auch gern an junge Menschen weitergibt. Es geht heute darum, wie sie das mit der Generation der oder der Stufe der Fünftklässler tut. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Der Titel des jetzigen Vortrags ist Digitale Bildung in der Schule. Und wir begrüßen alle Katja Bach. Applaus. Danke. Okay. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Katja und ich möchte euch heute gerne etwas über das Thema digitale Bildung in der Schule erzählen. Und ja, wie stellt man sich eigentlich den typischen durchschnittlichen Programmierer vor? So, oder? Weiblich, 11 Jahre, lackierte Fingernägel. Wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, kommt man zu der Frage, können Kinder eigentlich, also hier so 11-Jährige, können die eigentlich programmieren? Und da habe ich euch jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist hier von Wonder Workshop. Das ist Dash, der Roboter. Vielleicht kennen das welche von euch? Und das ist hier so eine blockbasierte Programmiersprache. Der erste Block ist Start, zweite ist Vorwärts 100, schnell. Der dritte Block sagt Stopp und der vierte Block sagt Hallo, sag Hallo. Und die Frage ist jetzt, können die Kinder das? Also können die das programmieren? Ja, also es ist keine Frage, die können das auf jeden Fall. Also hier sieht man, die sind recht klein und das sind übrigens diese Roboter und die können das ohne Probleme alleine programmieren. Da ist jetzt auch gar kein Erwachsener dabei und die machen das einfach. Und das nächste Beispiel, das ist hier vom Bundeswettbewerb Informatik, der Informatik Biber. Und die machen so informatische Denkaufgaben, so Rätselaufgaben. Und diese Aufgabe hier, die ist jetzt für Kinder ab Klasse 3. Und die Aufgabe geht so, also man hat hier zwei Ventilstellungen, einmal Ventil zu, dann geht kein Wasser durch. Und einmal offen, dann lässt das Wasser durch. Dann haben wir hier zweimal Wasser und drei Blumen. Okay, welche Blume bekommt Wasser? Genau, die mittlere, ne? Und die Frage ist jetzt, solche Aufgaben, also solche Informatikaufgaben, können die Kinder das ab Klasse 3? Kriegen die das hin? Ja, das ist auch gar kein Problem. Also hier sieht man jetzt mal, das sind jetzt Viertklässler und die lösen diese Aufgaben und die haben jetzt Kopfhörer auf, damit die sich besser konzentrieren können, also damit die jeder für sich an der Aufgabe arbeiten und ja, kein Problem, die können das. Und ja, jetzt ist hier ein Roboter und der wird textuell in C++ programmiert. Und da haben wir hier ein Programm, das besteht nur aus einer einzigen Anweisung und zwar hier Bob3 Set LED I1 White. Das heißt also, mit der Anweisung wird das Auge 1 hier in weiß eingeschaltet. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt eine Zeile schreiben wollen würde, um das zweite Auge einzuschalten, was würde ich dann schreiben? Und die Frage ist, können die Kinder das?
Ne? Also im Grunde können die textuell programmieren lernen. Und würde denen das auch Spaß machen? Also das wäre auch noch die Frage. Und mit diesen Fragen hat sich von Januar bis Juni diesen Jahres ein Modellprojekt beschäftigt in Aachen. Da haben 7 Schulen teilgenommen, 5. und 6. Klasse, 14 Lehrerinnen und Lehrer und 223 Schüler. Und, ach ja, genau, damit die ein bisschen motiviert und positiv an das Ganze rangehen, war die erste Aufgabe, dass die die kleine Hardware, die dann anschließend programmiert werden soll, dass die selber bauen. Also die mussten die löten. Also man sieht das hier, das ist wirklich so ein ganz kleiner Roboter. Und die haben das dann erstmal gelötet. Ja, und hier könnt ihr mal so eine typische Klassensituation sehen. Ne? Also die haben 13 THT-Bauteile insgesamt eingebaut und die haben immer zu zweit hier an einem so ein Löt-Equipment gearbeitet. Das hat sich auch als ganz optimal erwiesen, weil das so ein bisschen die Hektik daraus nimmt. Also während das eine sie hier zum Beispiel schon mal lötet, kann sie schon mal hier ein Bauteil einstecken und prüfen, ob das halt das richtige Bauteil an der richtigen Stelle und auch richtig rum halt ist. Ne? Das hat also ganz gut geklappt. Ah ja, hier sieht man nochmal eine andere Klasse in einer anderen Schule und die haben das im Endeffekt genauso gemacht. Ne? Die zwei arbeiten hier wieder zusammen. Und ja, was mussten die machen? Also die mussten 5 Widerstände einbauen, 2 LEDs, eine IR-LED und einen Fototransistor für später so eine Lichtschranke zu programmieren. 2 Jumperstecker, einen Batteriehalter und dann noch eine 8-polige Buchse als Programmierschnittstelle. Das war es dann auch schon. Und das hat insgesamt, also wenn die das so in Zweierteams gemacht haben, dann hat das eine Doppelstunde circa gedauert. Also hier ist jetzt auch nochmal eine andere Klasse, die haben es im Computerraum aufgebaut. Und ja genau, also einige sind natürlich wesentlich schneller fertig gewesen und einige haben die Doppelstunde danach auch noch ein bisschen gebraucht, aber so im Schnitt haben die eine Doppelstunde gebaut. Und dann, ja, da war meine große Befürchtung, dass das denen jetzt vielleicht schon genügt, also dass die schon damit zufrieden sind, weil man sieht, die sind sehr glücklich aus und auch die Lehrerin war sehr zufrieden. Und Kinder sind ja im Grunde ehrlich, also dann sagen die eventuell, ja, Programmieren kenne ich gar nicht, brauche ich auch nicht. Ne? Und das war jetzt nicht das Ziel des Projekts, war ja eben, dass man halt, dass die halt Programmieren lernen wollten. Und die Befürchtung hat sich aber überhaupt nicht als wahr erwiesen, denn die hatten sehr großes Interesse am Programmieren. Also hier, da haben die auf so Holztischen im Werkraum gelötet. Und die 5 Kinder, die halt ein bisschen früher fertig waren, die haben den Lehrer überredet, dass er ihnen hier einen Laptop schon mal aufbaut, ne, damit die das schon mal gucken können. Also die hatten zwar überhaupt gar keine Ahnung, wie das eigentlich jetzt funktionieren soll, also was eigentlich Programmieren ist oder wie das eigentlich gehen soll, aber die waren sehr neugierig darauf und wollten das selber machen und auch wirklich dann wissen, wie das geht einfach auch. Das war sehr, sehr schön. Und ja, selbstverständlich haben die danach auch noch richtig im Computerraum programmiert. Also hier nochmal auch so eine Klassensituation. Die haben dann im Endeffekt ungefähr 6 bis 7 Doppelstunden haben die danach noch programmiert. Und was an dieser Gruppe mich sehr gewundert hat, ist, dass die wollten alle unbedingt alleine am Rechner sitzen. Also die Lehrerin, die musste einen zweiten Computerraum aufschließen, weil die wollten alle alleine den Roboter programmieren. Das fand ich auch ganz gut, dass die halt eben so motiviert irgendwie waren. Und jetzt stellt man sich eigentlich die Frage, wenn man die da so sieht, die sehen so klein aus, was haben die denn da jetzt eigentlich programmiert? Also was genau haben die denn da gemacht? Und das wollte ich euch mal zeigen, damit man sich das auch so ein bisschen besser vorstellen kann. Und zwar, genau, gibt es hier, die haben mit so einer Lernumgebung gearbeitet, so eine Lernplattform. Und hier, diese beiden, die wir da jetzt auf dem Foto gesehen haben, die sind jetzt gerade hier
im allerersten Intro und hier in dem sechsten Teil. Und da haben die im Grunde schon gelernt, dass es eine Setup-Funktion gibt, wo die Sachen im Grunde einmal ausgeführt werden, die da drin stehen. Und jetzt lernen die neu, also die sollen jetzt ein Auge blinken lassen. Also immer einschalten und ausschalten. Das sollen die jetzt mal machen, so ein ganz einfaches Blinken. Und dafür lernen die jetzt halt diese Loop-Funktion hier kennen. Und dann, da werden halt die Sachen immer wieder ausgeführt, ne? Dass der einfach immer wieder blinkt. Und dann lernen die auch noch eine neue Sache kennen, und zwar dieses Delay 500. Das ist halt die Anweisung, dass der Controller von dem Roboter 500 Millisekunden wartet. Und das können wir uns jetzt auch mal eben angucken. Also das Programm macht eigentlich Folgendes. SetLED, also I1, Auge 1, wird weiß angeschaltet. Dann wird gewartet, dann wird es ausgeschaltet und dann wird wieder gewartet. Ich kann das mal eben machen. Da muss man das immer so kompilieren. Und dann müsste er das jetzt eigentlich... Ja, genau, dann hat man halt hier so ein kleines Blinken programmiert. Und jetzt war hier die Aufgabe, dass man halt mal andere Werte ausprobieren soll. Und genau an der Stelle habe ich im Grunde die beiden Mädchen, die da miteinander diskutiert haben, da bin ich halt zu denen hingegangen und hatte im Grunde selber schon so ein bisschen das Vorurteil. Also ich habe gedacht, worüber reden die denn? Also reden die jetzt wirklich über das Programm? Also ich konnte es mir auch nicht so richtig wirklich vorstellen. Und dann haben die mich gefragt, was finden Sie denn besser? Delay 50 oder Delay 500? Und dann dachte ich so, ja, was finde ich denn besser? Ist ja jetzt eine komische Frage, kommt ja drauf an, wie ich das machen will. Und dann hatte ich halt gedacht, die haben das gar nicht verstanden. Und dann hat die eine aber gesagt, also Delay 50, das ist ihr viel zu hektisches Blinken. Und die andere hat gesagt, bei Delay 500, da schläft man ja ein. Ne? Das wäre viel zu langsam. Und da habe ich so gemerkt, dass sie das ganz genau verstanden haben. Also die wussten ganz genau, was die da tun. Ne? Also kleine Anzahl Millisekunden, wenig warten, schnelles Blinken, 500 Millisekunden halt länger warten und langsames Blinken. Also da war ich wirklich sehr verblüfft. Das fand ich toll, dass die das so konnten. Und dann habe ich gesagt, so, dann mach doch mal hier irgendwie 200. Und ich habe denen da auch nicht bei geholfen. Also die haben das dann ganz alleine hier gemacht und kompiliert und dann haben die das ausprobiert und das wieder aufgeladen. Also musste ich denen überhaupt nicht behelfen, also die konnten das ganz alleine. Ne? Fünfte Klasse, fand ich schon gut. Und das geht dann jetzt hier so weiter, weil das ja für die Schule ist, gibt es immer am Ende von so einem Kapitel so eine Wissensabfrage, damit man auch wirklich hinterher ein bisschen schlauer wird. Wir können ja mal hier eine machen. Also die erste Frage hier ist, was macht die Anweisung Delay 1000? Also Möglichkeit A, der Controller arbeitet 1000 Millisekunden schneller. Oder B, der Controller wartet 1000 Millisekunden. Ja, sagt ihr mal. Okay, ich mache. Und jetzt die zweite, was passiert, wenn man alle Anweisungen aus der Loop-Funktion entfernt und in die Setup-Funktion schreibt? Also ich würde das hier alles rausmachen und hier in das Setup schreiben. Also A, es ändert sich nichts. Oder B, Auge 1 bleibt dauerhaft an. Oder C, Auge 1 leuchtet einmal und ist dann aus. Ja, okay. Gucken wir mal. Ja, okay, ist also richtig. Und dann kann ich ins nächste gehen. Okay, und jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Also jetzt sollten die das machen, dass die Augen abwechselnd gelb blinken. Ne? Also immer eins an, eins aus und dann so. Und das Programm hier, also was wir jetzt quasi in dem vorherigen Teil ja schon gelernt hatten, das ist schon fertig. Das können wir mal aufladen.
Ja, mach dann, ne? Okay. Und jetzt, müssen die auch selber programmieren, ne? Ich kann das ja mal machen. Also, wie gesagt, Auge 1 eingeschaltet in Gelb. Und dann müssen wir jetzt hier POP3 Set LED. Und dann müssen wir Auge 2 ausschalten und dann natürlich warten, okay, das steht schon da, und dann Auge 1 ausschalten, steht auch schon da, und dann müssen wir hier das Auge 2 einschalten, damit wir dann das Blinken auch kriegen. POP3 Set LED. So. Ja, was machen wir mal? Ja, machen wir mal in Orange. So, also könnt ihr euch das in etwa so vorstellen, die haben dann immer so eine kleine Aufgabe gekriegt und mussten das dann ausprobieren. Ja, okay, macht er, ne? Also die haben es dann immer halt eben direkt sehen, ob das halt funktioniert. Und was die halt total gerne gemacht haben, ist hier, kann ich ja auch mal zeigen, also da kann man auch noch verschiedene Farben aussuchen. Also die haben, meinetwegen hier, jetzt können wir auch mal eine andere Farbe eintragen. Mal machen wir mal Zyan. Und das andere Mal, ja, Purple. Können wir mal gucken. Ja, okay. Also so konnten die das dann halt machen. Und ja, verändere nun den Programmcode, dass es schneller blinkt. Ja, kann ich auch mal machen. Ja, okay. Ne? Also da kann man dann halt eben so ein bisschen mit rumspielen. Und die sollten halt daran eben lernen, halt dieses Delay kennenlernen, diese Loop-Funktion und ein bisschen das Ganze ein bisschen beherrschen. Also jetzt hier die nächste Teilaufgabe jetzt wieder, dass es ein bisschen langsamer blinken soll. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir können mal gucken, dass wir hier noch, also das ist noch ein ganz interessantes Quiz. Also was passiert, wenn man jetzt in dem Programm hier in Zeile 4 die Anweisung Delay 2000 einfügen würde? Also hier einfach reinschreiben. Also A, das Blinken startet nicht, weil der Compiler wartet. B, das Programm kompiliert nicht, weil es keinen Sinn ergibt. C, das Blinken startet nach 2000 Millisekunden. Oder D, nach jedem Durchlauf der Loop-Funktion wird 2000 Millisekunden gewartet. Okay. Also wer ist für A? Okay, B, C, aha, okay, D, okay, dann machen wir so. Ja, okay, ist er zufrieden. Ja, jetzt ist mal die Frage, was programmieren denn eigentlich die Jungs? Die Jungs, die interessieren sich nicht für Delay 50 und die Jungs interessieren sich auch nicht für Delay 500. Die Jungs interessieren sich für Delay 5 Millionen. Ja, das stimmt. Und was meint ihr? Also die tippen das dann ein, dann kompilieren die das, tragen das, übertragen das und den Rest der Stunde, ja, warten die dann. Ne? Aber das ist jetzt ein bisschen gemein. Also so ganz ist es jetzt auch nicht. Also ich kann noch mal was zeigen. Also wenn wir jetzt hier noch drei Abschnitte weiter wären, dann würden wir jetzt hier beim Intro 2 anfangen. Und dieses Programm hier, das mochten die Kinder auch gerne. Das ist wahr oder gelogen. Also da soll der Bob 3 jetzt mal Wahrheitsfinder sein. Und da lernen die jetzt halt diese If-Else-Abfrage kennen. Also das lernen die neu kennen als Programmierstruktur. Und hier steht halt eben eine Bedingung drin, die dann immer abgeprüft wird. Und weil Bedingungen kennen die ja auch noch nicht. Ne? Und dann sollen die da halt erstmal hier, Aufgabe 1 ist erstmal das ausprobieren. Also wenn diese Bedingung hier stimmt,
dann soll der Roboter die Augen grün anmachen. Und wenn es falsch ist, also sonst, dann soll er rot, die Augen rot machen. Können wir mal ausprobieren? Ja, okay, macht er grün. Und ja, dann sind die Aufgaben halt eben, dann sollen sie mal eben hier ausprobieren, wenn wir 1 gleich 3 mal eingeben. Mal sehen, was er macht. Ja, also genau, die Kinder, die fragen dann auch, woher weiß der das? Also warum weiß er das? Ne? Und das ist ganz gut, wenn man das denen dann erklärt, dann kommen so Klickmomente irgendwie und dann, ja, die probieren natürlich auch was aus. Also die, was haben die, die machen zum Beispiel hier so einmal 1000 plus 3. So, was meint er, was macht er? Gucken wir mal. Ja, okay. Ne? Also die probieren da halt dann ein bisschen mit rum und dann können die auch noch not gleich ausprobieren und größer, gleich, kleiner, gleich. Also die können das da einfach so testen, alles machen, was die möchten. Und ja, dann sind da so Vorschläge, was man mal ausprobieren kann, aber da kommen die schon selber auch auf Ideen, was sie halt ausprobieren möchten. Und ja, das mache ich jetzt nicht hier. Also dann wird halt wieder auch ein bisschen was abgefragt, ob man das eben verstanden hat. Und was die noch, eine Sache zeige ich euch noch, was eigentlich alle Kinder total gerne gemacht haben, das war hier. Da soll der wie so ein amerikanisches Polizeiauto blinken. Also das geht im ersten Teil los mit den Sachen, die halt schon gelernt hatten. Also hier Augen einschalten, rot und blau. Und dann soll der noch am Bauch seine weißen LEDs auch mit benutzen, damit das ein bisschen spektakulärer aussieht. Und im Grunde der zweite Teil von dem Programm, da wird auch noch hier richtig eine Vorschleife verwendet. Also soll er 5-mal Muster 1 machen. Und zwar also vor i gleich 0, i kleiner 5, i plus plus. Und dann erstmal rot und blau die Augen und die weißen LEDs eine anmachen, bisschen warten und dann eben umgekehrt die andere. Und ja, es gibt hier eben das I nicht, der macht das einfach 5-mal. Und hier ist dann noch das andere Muster, das soll eigentlich nur so blitzen ein bisschen. Ich kann das mal eben aufspielen. Ja, genau, also der macht erst dieses eine Muster und dann das andere. Ne? Und das, was die Kinder halt, also was sie daran mögen oder was die motivierend finden, ist, dass die das halt eben selber können. Ne? Also ihr seht das hier schon, das sind immer dieselben Anweisungen hier, Set Eyes und dann auch dieses Delay, was die halt gelernt haben. Und dann merken die halt, oh, ich habe das gelernt und ich kann das auch anwenden. Und dann können die halt dem Lehrer oder dem Erwachsenen oder irgendwem zeigen, hier, guck mal, das habe ich gemacht, ne? Oder mal die Farben ändern und dann sind die sehr stolz, also die sind dann sehr zufrieden, wenn sie das dann zeigen mit ihrer eigenen Leistung im Grunde. Und ja, da wir bei dem Modellprojekt ja jetzt schon mal so viele Kinder da hatten, die mitgemacht haben und es ja im Grunde dieses blöde Vorurteil gibt, dass sich für Informatik und Programmieren sowieso nur Mathe, Physik affine Kinder interessieren. Ne? Haben wir nämlich mal eine Umfrage gemacht und wollten das mal wissen. Und wir haben gefragt, machst du gerne Mathe in der Schule? Und das hat so abgeschnitten, also hier von gar nicht bis, also rot bis dunkelgrün, ja gerne. Also das hat so abgeschnitten. Und dann haben wir gefragt, wie hat dir das Bob-3-Projekt gefallen? Also zur Erinnerung, die haben ja eine Doppelstunde gelötet und aber 6 Doppelstunden programmiert. Also das, was ich da eben gezeigt habe. Und das hat so abgeschnitten. Ne? Also das fand ich ganz cool. Okay. Ja, das hat auch Spaß gemacht, mit den Kindern das zu gucken. Muss ich auch sagen. Ja, egal ob groß oder klein, Programmieren ist eigentlich immer so. Erstmal nachdenken und dann eintippen
Ja, und dann klappt es. Ne? Und das Fazit ist, ja, die Kinder, die können das. Also die können programmieren, das können die auf jeden Fall. Und mit dem richtigen Konzept macht es ihnen sogar auch Spaß. Keine Frage. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und viel Spaß noch. Ja, ganz lieben Dank, Katja. Okay. Schöner Talk, sehr, sehr spannend und auch interessant zu sehen, wie die Kinderaugen dann leuchten. Ja. Das ist wunderbar. Wir haben die Möglichkeit, einige Fragen anzunehmen. Wir haben vier Mikrofone hier im Saal und da vorne bilden sich schon die ersten Schlangen. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit Mikrofon 1 bitte an. Hi. Hallo. Katja, vielen Dank für den Vortrag und für deinen Einsatz an den Schulen. Ich finde das total fantastisch und super wichtig, dass wir mehr davon machen. Nachwuchsförderung, richtig gut. Meine Frage ist, wie können wir, also ich habe weder einen Lehrauftrag noch habe ich Lehramt studiert, aber ich interessiere mich total für Nachwuchsförderung und Mentoring. Wie können wir solche Sachen weiterbringen als Community? Können wir selber an Schulen gehen? Haben die da Interessen dran? Müssen wir dafür Lehrer sein, um sowas zu machen? Also ich glaube, die Schulen haben schon Interesse daran. Das müsste dann irgendwie so im Nachmittagsbereich sein, dass die, also in NRW gibt es zum Beispiel so ein Fach, glaube ich, das heißt auch ITG, informationstechnische Grundbildung, und da machen die alles, also die ganze Breite irgendwie, und da kann man sicherlich, haben die da Interesse, wenn da jemand sagt, könnte ich mir vorstellen. Also das liegt natürlich immer dann, also ich würde die Lehrer einfach ansprechen, also oder die Schule, also wenn du einen im Auge hast, einfach mal ansprechen und dann sagen die, wo die Bedarf haben, oder ja, würde ich so machen. Einfach mal sprechen. Okay, ich schaue zum Signal Angel. Gibt es Fragen aus dem Internet? Ein großes Kopfschütteln. Dann machen wir mit Mikrofon 4 bitte weiter. Ich habe eine Frage zu dem Drumherum, also zum Beispiel den Geräuschen beim Kompilieren und ja, solchen Sachen. Sind die wirklich förderlich? Also kann man sehen, dass Kinder damit dann lieber arbeiten, oder ist es so ein Ding, wo sich die Erwachsenen denken, ach, das ist dann niedlich und dann gefällt es den Kindern besser? Also was ich so beobachtet habe, ist, die Kinder mögen das. Und der Lehrer, der aber eine 30er-Klasse betreut, teilt dann eventuell Kopfhörer aus oder sagt so, stumm schalten dann. Das habe ich so festgestellt, ja. Okay, Mikrofon 2 bitte. Hallo, danke für den Vortrag und danke für die Aktion. Meine Frage ist, gab es irgendwie eine Reaktion von den Lehranstalten oder auch vom Bildungsministerium, dass sie gesagt haben, hey, das ist mal eine praktische Idee, besser als Excel oder festhalten, HTML programmieren? Oh. nee, bisher noch nicht. Also das gibt es ja auch noch nicht so lange. Das gibt es erst seit Oktober letzten Jahres. Und das Modellprojekt ist jetzt erst zu Ende gegangen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aber Excel ist auch wichtig. Okay, Mikrofon 1 bitte. Ja, hallo. Ich muss mal eine etwas kritischere Frage stellen. Und zwar, Sie haben den Erfolg der Aktion gemessen an der Beliebtheit, die Aktion hatte bei den Schülern. Da in der Lehrevaluation gibt es damit ja viele Probleme, auch wenn es Applaus gibt im Raum. Also die propädeutische Theorie sozusagen am Anfang des Vortrags schien ja zu sein, wir wollen aus den Kindern vielleicht, wir wollen die in Richtung Programmierer ausbilden, ne? Funktioniert das so? Gibt es damit Erfahrungen? Also über die trivialen Programme, die wir gesehen haben, hinaus? Also es ist auf jeden Fall so, wenn man das in einer 30er-Klasse durchführt, bekommt man nicht hinterher 30 Informatikstudenten. Ne? Also so ist das nicht. Ne? Wir haben jetzt das mal ausprobiert und ich würde jetzt mal so sagen, von den 30 Kindern würden sich so 10, würde ich sagen, doch schon echt intensiver dafür sehr interessieren. Und die Quote fand ich eigentlich auch schon ziemlich gut. Eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, wie es so mit der Haltbarkeit von diesen Robotern aussieht, wie lange die da so überleben. Ja, ich sage immer, die sollten nicht auf den Boden fallen. Die fallen natürlich schon mal runter, dann weiß ich es auch nicht. Also ich habe einmal gesehen, da hat einer beim Löten mit der Zange irgendwie ganz unglücklich dem so das Auge abgemacht oder so. Da musste man das reparieren. Aber
Also eigentlich sind die alle in Ordnung gewesen, so. Ne? Also da sollten halt nicht runterfallen. Ja. Mikrofon 4, bitte. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe zwei kurze Fragen. Kannst du was zu dem Roboter und dieser Toolchain und dieser Programmieroberfläche sagen? Wie kriegt man das? Wo gibt es das? Was ist das genau? Und die zweite ist auch eher praktisch. Meiner Erfahrung nach ist das größte Problem bei diesen Veranstaltungen, dass die Voraussetzungen extrem unterschiedlich sind. Also wenn du sagst, 30 Kinder in einer Klasse, da gibt es den Technik-Crack und da gibt es jemanden, der noch nie Lötkolben in der Hand hatte. Und das du hast ja auch gesagt, es gibt da welche, die sind nach der zweiten Doppelstunde immer noch nicht fertig. Und dann gibt es die überreden den Lehrer, dass sie schon nach der ersten kleinen Pause den Laptop anschließen. Wie geht man damit um, insbesondere wenn es den Lehrer und noch jemand gibt als Betreuungsperson? Ja, also ich beantworte mal zuerst die zweite Frage. Das war für mich sehr überraschend zu sehen. Also das ist genauso, wie du gesagt hast. Also einige sind halt echt dann schon wirklich am Programmieren und einige, oder die sind schon viel weiter am Programmieren und einige sind noch bei ganz am Anfang am Programmieren. Und ich habe mich dann natürlich auch viel mit den Lehrern unterhalten und die kennen das aber. Also die Klassen sind immer so inhomogen. Also es gibt immer wirklich diese Unterschiede. Und ein Lehrer hat zum Beispiel zu mir gesagt, er findet das total super, dass auch die ganz, ganz langsamen Kinder, sage ich einfach mal, irgendwie am Anfang da irgendwas vorstellen. Ne? Also es kann sein, dass die ein ganzes Schulhalbjahr lang irgendwie nur so ein Blinken machen und die Farben verändern. Aber der meinte, wenn der ihnen einen Mathe-Aufgabenzettel hinlegt, da können die teilweise gar nichts machen. Ne? Das war für mich sehr überraschend, dass der Lehrer damit zufrieden im Grunde war. Aber die kennen das mit diesen Unterschieden. Also das kennen die schon. Und dann muss man da halt sich drauf einlassen. Ne? Einige programmieren an der Stelle und einige programmieren schon irgendein Spiel mit dem Roboter. Ja. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das nicht zu ändern, sondern es wird immer so sein, man kann das auch nicht irgendwie abdämpfen. Und Habe ich so jetzt, also wenn man es wirklich im Klassenverband mit den 30 Kindern, die halt in dieser Klasse sind, ne? Also wenn du jetzt so eine spezielle Technik-AG oder so machst, dann hast du natürlich schon eine Vorauswahl, aber im Klassenverband habe ich jetzt so verstanden, dass das so ist dann. Wie war nochmal die erste Frage? Ja, kannst du zwei Sätze zu dem Roboter sagen? Ach so, ja. Gerne noch, aber ansonsten kurz halten. Kannst du zwei Sätze zu dem Roboter sagen? Ach so, das kannst du im Internet finden, das ist Bob3. Einfach suchen, das ist also diese kleine Platine, die man da gesehen hat und dieser Kurs ist dann, kann man sich da angucken. Danke. Ja, okay. Okay, die Zeit ist für uns abgelaufen, auch wenn noch viele Fragen da sind. Vielleicht hat Katja gleich noch Zeit. Kann ich noch sagen. Wir sind heute mit 8 Rechnern und den Robotern im Chaos West sind wir aufgebaut. Also wenn jemand Lust hat, das selber auszuprobieren, gerne vorbeikommen. Also Chaos West. Wunderbar. Okay. Danke, Katja. Danke.